Aber jetzt können Sie wieder arbeiten. Ja, jetzt macht es offen, wo ihr guten Tag gesagt habt. Nee, machen wir jetzt ja noch. Haben wir doch schon. Nee, wir haben ja gar nicht guten Tag gesagt. Na, vorhin? Nein. Zu uns? Nein, jetzt vor die Leute. Ach, vor die Leute? Ach so, die Leute. Ja. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Quasselecke. Teil 3. Teil 3, das stimmt. Das ist schon die dritte. Mhm. Die Zeit vergeht, echt. Alter, das hat fast geschwabbert. Fast geschwabbert. Ach, das heißt, wir haben nämlich hier... Ja, sehr heißen Glühwein. Es ist Vorweihnachtszeit, ja. Wir trinken Glühwein bei 15 Grad draußen. Ja, also heiß ist er nicht, er dampft. Kino sollte hier noch Schnee einfügen und so. Das habe ich nie gesagt. Ach, weil das ja Weihnachtsfest ist. Ricardo macht das übrigens. Also wenn hier unser... Hier ist sowieso schon alles halb weiß durch die Asche. Ja. Reicht es, wenn ich das Wort Schnee einfach über uns blende? Oder? Ja, das reicht auch. Gut, mach ich. Aber ich glaube, da gibt es aber so einen geilen Filter, wo so kleine, so glitzernde Schneeflocken. Ja, genau, das war ähnlich. Glitzernde, muss ich gucken. Ja, das kriegen wir hin, Wir kriegen ja winterliche also, es ist kalt, es schneit, deswegen die Mützen. Ja. Oh, der Glühwein ist ja geil. Deswegen haben wir hier auch alle einen Defense 6. Oh Mann. Mhm. Ja, haben wir. Aber Quasselecke, ihr wisst, was das heißt. Wir beantworten eure Fragen von der letzten Quasselecke. Ja? Gehen da ein bisschen drauf ein. Ja, und würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Lest mal vor, wir blenden es wieder ein, wie immer. Genau, die erste Frage, Wachimas Survival fragt, warum heißen wir so? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr lange Geschichte, die wir eigentlich ungern beantworten wollen, weil erstmal würde es jetzt den Rahmen sprengen. Zweitens würde es erklären, dass wir total verrückt sind. Und dass es eine Schnapsidee war, wie viele unserer Geschichten. Und außerdem, wenn wir dir das verraten würden, müssten wir dich danach auch umbringen. Denn das ist ein Geheimnis. Das wollen wir nicht. Obwohl, das wissen ja schon viele Leute, aber es ist auch nicht so. Viele wissen nicht. Das ist einfach kompliziert. Ich kenne keinen, der das weiß. Weil du umgebracht hast. Ich kenne ja nicht mal eine Geschichte. Eine lange Geschichte. Vielleicht mal, wenn es mal passen sollte, vielleicht im privaten Rahmen, wenn man sich irgendwann mal treffen soll, dann könnte man vielleicht mal drüber reden, aber jetzt über das Video ist es schwierig. Weil eigentlich ist es nämlich ein Hollywood-Blockbuster. Oder wir erzählen es mit unserer Epic-Story irgendwann mal weiter. Vielleicht sind wir in 10 Jahren so weit technisch und innovativ, dass wir das... filmmäßig umsetzen können. Einen gewaltigen 90-Minuten-Blockbuster. Ah, der Name ist schon geil. Petersilienhexe. 90, das wird 90 Minuten. Nicht 116. Uns fehlen aber 1000 Kinder, die mitmachen. Ja. Nee, 100 Kinder haben wir gebraucht. Hey, das ist Geheimnis. Das darfst du nicht sagen. Das müssen wir die alle umbringen. Wir brauchen 100 kleine Kinder. Nee, gut. Also wie gesagt, das wird so lange dauern, jetzt das zu erklären. Deswegen schwenken wir gleich auf die nächste Frage. Aber sei nicht traurig, ich trinke einen Schluck für dich. Prost. Oder wir. Prost. Omas Glühweinbude. Herrlich. Ja, so heißt das Zeug. Das ist echt Deluxe. Alleine schon ein Tetrapack. Ja, es ist ein Tetrapack, weil wir sind unterwegs. Ich habe keinen Bock, hier Glasflaschen mitzuschleppen. Das ist schon deswegen nehmen wir immer nur deswegen haben wir keine Glasflaschen mit. Deswegen nehmen wir nur Whisky. Ich kenne zum Beispiel einen Alkoholiker, der hat so einen Tetrapack immer direkt auf dem Nachtschrank stehen. Hä? Wenn der nachts aufwacht um 2 um 4 verschwitzt, dann pumpt er sich so ein Ding rein mit so einem Strohhalm und dann ist er wieder glücklich. Gibt es Whisky im Tetrapack? Ich habe mal eben bei Netto gesehen, der hat eine Schere rausgeholt, das aufgeschnitten und das schnell in der Kalten gesoffen. Mundraub, so Leute, wir schwingen ab vom Thema. Im Zwischenobstregal. Aber noch mal ganz kurz, ich dachte, wir hätten das schon mal in einer von unseren Folgen, hatten wir das schon mal erwähnt, wie wir zu den Namen gekommen sind, oder? Ja, ich glaube, na, aber... Nee, ist das Thema? Ja. Weiter. Gut, weiter. Nächste Frage von Marc Anlauf. Woher kommen wir? Also ich komme auf jeden Fall aus einer Frau. Von dort. Wir kommen von dort. Nein, aus welcher Gegend? Wir kommen in Deutschland. Wir kommen sogar... Nico und ich, wir kommen sogar aus der Seele. Nein, wir kommen aus Mitteldeutschland, aus Thüringen, um den Raum Jena sind wir alle anzutreffen. Ne? Das ist eigentlich schon ziemlich genau. Ja, so sieht's aus. So, dann Marc Anlaufs zweite Frage. Gibt es Interesse am Mammutmarsch? Also Mammutmarsch verallgemeinert jetzt, ich denke mal, so 100 Kilometer Läufe allgemein. Ja. Das ist eigentlich so mein Part. Wir sind schon mal mitgelaufen. Oh Mann. Ja, die Jungs sind dann an der Glühweinbude hängen geblieben. Nach ca. 38 Kilometer, 37 Kilometern.
Ich hatte, also ich bin den 100 Kilometer Wandermarathon von Jena laufe ich immer mit. Ja, und ja. Einmal hat er sogar schon geschafft? Also ich laufe gerne viel und weit, wenn es passt. Und 100 Kilometer sind dann bei mir halt so in 18 Stunden 41 beendet. Das ist echt keine wenig. Minute R. Das ist echt wenig Zeit, ja, für so viel Wanderweg. Pause den Gift, wer rastet, der rostet. Das ja. ist einfach so. Deswegen trinkt man Glühwein. alle 25 Kilometer ist dann Omas Glühweinbude. Das heißt Mammutmarsch, das heißt aber nur in Berlin so, oder? Das ist nur dieser da, Berliner 100 Kilometer. Nee, ja, die ganze Deutschland heißen kommt, die so. Das mittlerweile heißt es in ganz Deutschland. Ja, bei uns heißt es 24-Stunden-Lauf und nicht Mammutmarsch. Nee, 100 Kilometer rund um Jena heißt es bei uns. Ja, ja, aber nicht Mammutmarsch. Nein, aber das ist ein allgemein. Ich hab's doch gesagt. Ich dachte, das gilt nur für Berlin, weil die da eh marschen. Auch da schweifen wir ab. Auf zur nächsten Frage, Josef. Auf zur nächsten Frage. Die stammt von Thomas Tettenborn. Entschuldigung. Junge. Planen wir lange im Voraus oder ist alles sehr kurzfristig? Also, wir haben natürlich auch Daten, an die wir uns, oder wie nennt man das? Termine, die wir längerfristig planen. Ne? Wir sind schon länger hier, Entschuldigung. Ja, nee, also wo wir längerfristig planen. Und es gibt auch viele Aktionen, die wir, ich sage mal, in derselben Woche, wo das geschieht, auch planen tatsächlich. Ne? Also ist von beiden was dabei. Du bist ein übelster. Ja, erzähl mir weiter. Rindvieh, bist du wüsste das? Ich glaube, jetzt beginne. Ach, du bist ein Russe, ey. Ohne Wüste. Ja. Das ist halt nicht so ganz so einfach. Ach, wir sind vier Leute, haben jeder unsere Igel zu kämmen. Ja. Und da alle unter einen Hut zu kriegen, ist mir doch gar nicht so leicht. Deswegen sind wir halt immer allein, zwei zu dritt oder heute mal wieder zu viert unterwegs. Ja. Deswegen kommt bei uns auch immer relativ sporadisch mal was raus. Wenn man eine Zeit lang, dann kommt ein Video nach dem anderen. Und manchmal halt auch einfach eine Zeit, da ist ein Monat oder sechs Wochen und sind da locker mal dazwischen. Weil es halt einfach nicht passt. Weil es nicht passt, genau. Allein schon, dass wir vier uns mal treffen, das ist, glaube ich, jetzt zu diesem Augenblick, das letzte Mal im März. Lange, ja. Ich weiß gar nicht, im März, im Februar? Ja, seit einem halben Jahr. Ein halbes Jahr lang haben wir zum Beispiel gebraucht, dass wir alle viermal Zeit haben, gesund sind, einen Bock haben. Ja, und vor allem was. Lust. Ne? Ja, ich glaube eher Zeit, oder? Das ist eher das Ding. Ja, ja, ist schon manchmal anstrengend. Ja. Gerade mit Josef. Hallo. Hi. Wie gesagt, ist von allen was dabei. Deswegen auf zur nächsten Frage. Die ist auch von Thomas Tettenborn. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aber ich denke mal schon. Haben wir auch Touren außerhalb von Deutschland geplant? Jein. Also es gibt da so diese, ich versuche seit Ewigkeiten, diese drei Herrschaften irgendwie mal nach Schweden zu bekommen für eine Kanutour. So eine Kanutour auf Faust, auf eigene Faust. Das kennt ihr sicherlich alle von den ein oder anderen YouTube-Geschichten oder... Ja, das muss halt, ja. Ich weiß gar nicht, das ist so ein... Ja, da fährt man mit dem Bus nach Schweden, ist da 10 Tage mit dem Kanu unterwegs, muss sich selbst versorgen am Lagerfeuer und dann fährt man wieder nach Hause. Das will ich unbedingt mal machen, weil das muss sehr, sehr geil sein. Die feinen Herren, die sträuben sich immer so ein bisschen. Josef hat Angst vor tiefem Wasser. Nein, also ich habe nicht vor tiefem Wasser. Ich habe Angst vor Wasser, wo ich keinen Boden sehen kann. Das muss nicht unbedingt tief sein, aber... Na, geh mal da an den Bodensee. Ich bin auch kein Wasserfreund. Ich würde lieber in Kungslegen wandern oder so. Ja. Ja. Und da gibt es natürlich so Ziele, wo jeder mal hin will. Ich weiß nicht. Ich würde die Alpen überqueren, wäre mal geil. Oder in den Alpen ein bisschen Bushcraft. Ich will ins Legoland. Das wäre cool. Das Legoland in Dänemark. Ich möchte gerne mal einen Hadrianswall entlang wandern. Das würde mich mal reizen. Ich würde mal nach Rumänien, in die Karpaten. Ne? In die Karpaten, aber unterirdisch. Alter. Das ist nämlich das wahre Moria. Ja, sind die so unterhöhlt oder was? Ja, da gibt es das Mithril. Das war Silber. Das bist ein Gammel. Josef, haben wir noch eine Frage auf der Liste? Nee, das war's dann schon. Leute, diesmal sind es nicht so viele Fragen. Das heißt, merkt euch das, schreibt so viele Fragen in die Kommentare wie möglich. Ne? Ja. Wenn ihr was wissen wollt, auch wenn was der Ricardo für eine Schiffergröße hat, wenn ihr das wissen wollt, fragt einfach. Ne? Ich glaube, was wir überlegen. Also ich will es mal so sagen, wir passen alle vier drunter. Vielleicht haben wir gar keine Plane, sondern es ist meine Schlüpfer. Oder vielleicht haben wir alle gar keine Schlüpfer an. Nee, die habe ich nur am Donnerstag, ist ohne Schlüppertag. Man weiß es nicht. Schreibt es einfach drunter, wenn ihr das wissen wollt. Ja? Ein Scheiß. Es wird Zeit für eine zweite Runde Glühwein. Wie sieht's aus? Ich habe schon nachgekriegt, weil ich habe ja die. Das ist immer noch Eis. Hä?
Ja, na, weil du so ein gummiges Vieh hast. Die Guckser? Das hier ist eine ordentliche Edelstahltasse, die hält die Wärme. Beste Tasse ist immer noch die da hier. Da kriegst du in der Mikrowelle kriegst du auch kein Wasser warm da drin. Das ist so. Weil der Mikrowelle um die Ohren fliegt, weil es Metall ist. Es ist so. Ja, das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum gibt das keinen Sinn? Weil das gut abisoliert. Ja. Da kann, wenn da keine Mikrowellen durchkommen, dann kann es auch nicht warm werden. Und andersrum ist es genauso. Leute, jetzt sind wir ganz ehrlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie Josef schon gesagt hat, schreibt es in die Kommentare. Wir sind für alles offen. Zur also nächsten Quassel-Ecke werden wir sie wieder beantworten. Genau. Genau. Wir werden immer hochwissenschaftliche Themen behandelt. Und vor allem wahrheitsgemäß. Ja. Achso, nicht, dass ihr euch wundert, weil hier diesmal kein themenbezogener Abend oder Folge ist. Ne, doch, Glühwein. Ja, aber so wie das letzte Mal, wo wir betrunken am Strand standen. Ach, apropos, wo ist die Latzhose, Josef? Ja, ich habe viele von euch. Die Community hat gesagt, sie will die Latzhose am Josef sehen. Folgender Grund, es ist nicht meine Latzhose gewesen. Ja? Solltest du dich auch einen Afro wachsen lassen? Ja, ja, ja. So wie Ross. Bob Ross. Ich war aber erst ohne Scheiß gestern beim Friseur. Ja? Sieht man gar nicht. Ja, wie Tingeltangel, Bob. Was? Nein. Auch geil, da tun wir dann richtig so auch solche Palmwedelformen. Das Gute ist, wenn er den Afro hat, kann Josef nicht mehr ans Feuer. Dann kann er keinen Blödsinn mehr machen, weil die Haare gehen da sofort in Flammen auf. Schmeißt du alles von hier hinten, ne? Nee, auf alle Fälle, die Hose ist nicht mir gewesen, deswegen kann ich die auch nicht mehr anziehen und ich kaufe mir auch keine. Leute, ganz ehrlich. Leute, was ist das jetzt? Ich denke mal, an dieser Stelle werden wir auch Schluss machen. Wir trinken jetzt unsere Glühwein noch aus. Wenn ihr eine Latzhose an Josef spenden wollt, schreibt uns eine E-Mail. Nein. Ein dummes Gequatsche, Alter. So. Josef, was hast du für eine Hosengröße, seitdem du umnähen lassen hast? Geh nicht gar nicht an, Alexa. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Muah. War ein kleiner Liebeskuss. So, jetzt macht aus. Haut ab. Geht es bitte jetzt. Ist das behindert. Wir haben auch jetzt noch gute Outtakes, ne? Die blenden wir jetzt noch ein. Oh Mann. Der Anfang vom Ende. Der Anfang haben vom auch, Ende. Haben wir auch einen Nico Nackschi wieder rumrennt? Der Anfang noch vom nicht. Ende. Bei den Outtakes ruhig noch mal genauer hinhören. Da sind viele Informationen drin. Ja. Was für König? Bin locker was. Scheiße. War immer ein König. Ich mach meine Schuhe eigentlich. So, bist du an, ja? Boah, nee, hab ich ausgelassen. Ja, okay. Shit, da sind wir zurückgetropft. Setz schon mal hinten. Lass mal hier. Ach, was? Warte. Die Tasse ist doch hier. Ist aber heiß. Gut, also wie gesagt, warum heißen wir so? Fahren wir noch nicht. So was. Wir gehen drauf ein und sagen. Geht euch gar nicht an die nächsten. 27.000 Kisten Whisky kann man drüber sprechen. Vor jeden. Dann, woher kommen wir? Busch grenzt auf dem Raum Jena. Thüringen. Jena. Mittelthüringen quasi. Ach, Mitteldeutschland. Ja, Jena wissen sie ja, weil ja. Haben wir ja gemacht. Gibt es Interesse an einen Mammutmarsch? Ja, das wäre ein Kopf für mich. Gut. Dann aber ich möchte trotzdem lästern, dass es da keine Höhenmeter gibt. Okay, das ist. Aber Mami, wie kommst denn du da drauf? Diese 100 Kilometer von Jena ist auch ein Mammutmarsch. Gibt es da keine Höhenmeter? Doch, da gibt's. Weil es in Berlin keine Höhenmeter gibt. Ja. Aber bei uns 20.000. Aber der Mammutmarsch ist der Fall Eckermeiners. Ja, dort ladst du nur gerade im Kreis in Berlin. Da ladst du halb durch die Stadt. 20 Kilometer Asphalt. Ja, und das finde ich persönlich extrem brutal. Also ich habe zum Beispiel von diesem 100 Kilometer Mammutding habe ich riesen Respekt im Berliner Ring rum. Ja, trotzdem ist unserer. Weil ich finde Asphalt. Horizontallauf schwerer. Allein schon, du weißt es noch gar nicht. Du hast es noch gar nicht gemacht. Ich wäre bei so einer Äußerung vorsichtig. Wir werden sagen, dass wir schon mal mitgemacht haben, aber nur Tino es geschafft hat. Brauche ich das Bild nochmal, wie du ins Ziel gekommen bist. So, dann planen wir lange im Voraus oder ist alles kurzfristig? Ja, also ist beides. Ja. Da wir vier Charaktere sind mit vier Familien und vier verschiedenen Zeitplänen, ist es. Ja, das war beides. Ich. Aber dann nur einen mit einem besonders großen Penis. Also, pass auf, du machst die Frage, warum heißen wir so? Zum Glück. Ja. Du machst die Frage, warum heißen wir so? Du machst die mit dem Mammutmarsch, ich mach Planung und du machst Touren außerhalb Deutschlands. Oder? Sind wir vorhanden? Touren außerhalb Deutschlands. Da haben wir auch außerhalb Deutschlands Touren geplant. Das machen wir dann spontan. So wie jetzt, jetzt ist am besten. Nico, du darfst aber nicht weiter rausrutschen aus dem Bild. Appalachien Trail. Den wollen wir nächstes Jahr angehen. Aber vorher machen wir noch einen Kanal in Schweden. Außerdem wollen wir die Karpaten erkunden, aber unterirdisch.
der Sache. Das ist so ein Kamel, das ist so ein Kamel. Und jetzt müssen die Outtakes kommen und da müsste eine übelst lange, vorgelesene, epische Geschichte kommen, wie die Peter Senex entstanden ist. Also so eine Stunde lang, wie so ein Poet vorlesen. Es war einmal ein König. Er lebte in einem großen Reich. Das müsste jetzt noch kommen. Das Video gibt insgesamt 1,5 Stunden. Du musst aber echt eine Stunde lang um heißen Brei reden. In den letzten 2 Minuten ist dann, oh, so ist es entstanden. Das war und übrigens, deswegen heißt es so und so. Das war geil. So müssen wir es machen. Das war so richtig ein Dünnsches. Richtig Scheiße, aber da trotzdem... Können wir das übertoppen, was wir gerade getan haben? Was ist das? Oh, what a nude. Das ist am geilsten, wenn der Tino wieder vom Ofen das vorliest. Ja. In seinem epischen Storybuch. Nee. Und Fritz wegscheucht. Ja. Ja. Du musst ihn wieder ins Haus lassen. Die seitliche Blutbeutel. Alter, das kocht. Das kocht aber gar nicht. Doch, das kocht. Siehst du, das machen wir Licht an. Ist doch an, das Licht. Nee. Rechts. So ist das, machen wir Licht an. Doch, was Licht an. Machen wir das große Licht da drauf. Ich weiß nicht, wo der Lichtschalter sein wird. Scheiße. Der Akku wird doch rausgefallen. Das ist ein Das ist nur noch echt hier Josef-Lampe. Nein, das ist weiter so fett. Richard Busch ist das. Weiter so fett. Ich bin richtig ran. Richtig ran. Ich bin noch richtig ran. Das hat keinen gekocht. Das dampft nur wie Sau. Nee, das hat keinen gekocht. Das ist weiter. Ja, deswegen hat es jetzt aufgehört. Weil Deckel abgenommen ist. Das ist hier Wind. Das ist Wind, ja. Dann mach's mal schon. Das wird jetzt. Wir brauchen eine fünfte Tasse für so eine Aktion hier. So, ich mach jetzt aus. Oder will noch irgendwann was Dummes sagen? Nein. Immer noch an! Das Wort irgendwie doch jetzt, ja? Du hast extra gewartet. Du musst eine richtige epische Erzählung machen. Wo nur noch Bilder eingeblendet werden. Das war einmal König, das ist irgendein König. Das bin ich! In dem großen Reich. Siehst du die Welt? Ja, ritt gerne auf seiner Giraffe. Siehst du eine Giraffe? Was ist die irgendwelchen Scheiß? Der eine ist da, was? War der Prinzessin tot. Da musste der König sehr doll weinen. Er weinte so viel, bis großer See entstande. Siehst du, was weiß ich? So entstanden die Weltmeere oder was? Ja, irgendein Scheiß. Irgendwelche Bilder einblenden. Ja, das ist eine Sonntagsaufgabe. Das müsst ihr auch mal eine Stunde lang durchziehen. Ja, das wäre krass. Ich glaube, das geht übelst viral. Da steht noch so ein Scheiß. Bilder. Es darf nicht langweilig werden. Es müssen auch lustige Bilder mal sein. Wie Jesus da besoffen in der Ecke liegt oder so ein Scheiß. Oder das Wintervideo macht das so. Ja, da ist verlaufen, das Labyrinth gezeigt und dann gegessen. Das genau, mit dem genau wie zum Beispiel. Das stimmt. Dieser Trekking-Tour. Teil 2. Musst du lachen. War das Teil 2 oder Teil 3? Teil 2. Ne, da. Dritte Teil. Wo wir dann ein Statement gegeben haben, warum wir es nicht geschafft haben. Ja, genau. Warum weil ihr jetzt Luschen seid. Weil Josef sich verlaufen hat, da kam so ein Bild von einem Labyrinth. Ja, genau. Und Josef so großen Hunger hatte, da war so eine riesige gedeckte Tafel. Ja, aber echt? Wisst ihr gar nicht mehr. Ne? Muss schon mal gucken. Muss lachen. Genau so. Das müsste man eigentlich machen. Ganz viel Bilder.